Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Hui, wie geht's denn hier runter? Ach, wir werden schon irgendeinen Weg finden. Wir müssen zurück zu Madame Toussaint. Wir haben ihre Köpfe gefunden und müssen die jetzt zurückbringen. Außerdem kriegen wir so ein bisschen Geld. Und wir müssen bei Gelegenheit mal bei einem Arzt vorbei oder bei einem Verkäufer. Hier hinten war noch eine Truhe. Der Dieb kommt direkt in unsere Richtung, kann das sein? Ja, das war die falsche. Das war die falsche Wache, war die falsche Person, die wir umgerammt haben. War auch falsch. Leute, ich muss hier durch, das ist ein Dieb! Endlich. So, und ihr wollt euch unbedingt mit mir anlegen, ha? Ja, Strom schon greif an. Wow. Richtig nützlich, die Leute. So, hier war so ein Händler. Genau. Ja, unsere Truhe ist voll. Da müssen wir auch mal vorbeigehen. Verbrauchsgegenstände. Geldbeutel. Dietrich. Können wir auch mal neue kaufen. Und da ist Medizin. Kaufen wir neue. Gut. Jetzt gehen wir mal zu Madame Tussaud. Die falsche Nonne, Pfarrer. Was ist das diesmal? Lass mich durch, ich bin Arzt. Also eigentlich nicht. Ich bringe eigentlich den Tod, aber... Also bin ich eigentlich das komplette Gegenteil vom Arzt, oder? Ich bin der Anti-Arzt. Ich weiß jetzt nicht, wo die Truhe sein soll. Wahrscheinlich im oberen Stock oder so. Boah, was rennt der denn immer so langsam? Du gehst nirgendwo hin. Mach es dir doch selbst einfacher. Tschüssi. Au, 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 aua. Ich will hier hoch. Madame Tussaud, ich habe ihre Köpfe. Ihr habt sie. Nun kann ich die Totenmasken machen. Oh, in was für einer Welt wir leben. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Das ist ein ziemlich makaberer Job, den du da hast. So. Jetzt gehen wir aber mal endlich zu dem blöden Café. Moment. Wollen wir nach Versailles? Nein, wir wollen nicht nach Versailles. Wir wollen zum Café. Wie kommen wir denn zum Café? Wieso steht hier denn in Versailles? Versailles. Da, Café Theater. Wir wollen unsere Truhe leeren und eventuell das Café ein bisschen aufwerten, damit es noch mehr Geld einbringt.
Und dann werde ich mal gucken, ob die Frau da eine Mission für uns hat. Und wenn nicht, dann machen wir endlich mal mit der Hauptmission weiter. Die ja aber gar nicht so lang sein soll, habe ich gehört. Ja, also die Story, Hauptgeschichte von Assassin's Creed Unity soll nicht so lang sein. Ich glaube so 8 Stunden oder so sollte sein. Wenn derjenige gegen den Staat ist? Genau das meinte ich. Oder eher, dass er das nicht sollte. Aber wie soll man uns als Nation ernst nehmen, wenn wir nicht jeden, der nicht mit uns übereinstimmt, unverzüglich hinrichten lassen? Kennt ihr den Rest Europas? Das sind Menschen, die andere von Pferden vierteilen lassen und dann darüber reden, wie man diesen Prozess noch schmerzhafter machen könnte. Was bleibt dann noch? Sollen wir unsere Differenzen wie zivilisierte Menschen ausdiskutieren? Genau das ist die Alternative. 100 Verbrecher mögen die Guillotine als Schuldige besteigen, aber wie viele müssen unschuldig sterben? Als Opfer der Umstände, weil sie den falschen Magistraten verärgert haben oder aus demselben revolutionären Eifer, der uns die Freiheit brachte. Egal wie hoch diese Zahl ist, sie ist zu hoch. Was war das denn gerade? Talkshow? Das ist also der Ursprung der Talkshow. Mir sind Bücher in der Bibliothek lieber als auf dem Scheiterhaufen. Aber das ergibt doch gar keinen Sinn, weil das war voll unrealistisch. Da hat nämlich irgend so eine dicke Kuh gefehlt oder so ein blinder Kerl gefehlt, der reinkommt und sagt, ey, ich bin der Coolste. Weißt du, so ein asoziales Miststück hat da irgendwie gefehlt. Ein Assassinenkontakt hat berichtet, dass die Information Colette womöglich enttarnt wurde. Ach, die Information Colette. Arno muss herausfinden, ob das der Fall ist. Einer unserer Informanten könnte aufgeflogen sein. Sie gibt sich als Küchenmagd an der Porte Saint-Denis aus. Verfolgt die Gastwirte, findet heraus, ob sie verdächtigen und holt sie raus, falls sie in Gefahr ist. Machen wir. Das neue System ist ja nicht einmal in sich selbst stimmig. Habt ihr gesehen, wie die Schaltjahre funktionieren sollen? Ich fürchte, die Mathematik dahinter übersteigt meine Fähigkeiten. Ich spreche nur von der Poesie dieser Idee. Poesie ist reizend, doch wenn es darum geht, wann man sät und erntet... Also lehnt ihr die ganze Idee von vornherein ab? Die könnte sicher überarbeitet werden. Das ist jede große Natur. Wo ist denn unser Arbeitszimmer? Ach, da hinten. Wird uns sogar durch ein blödes Symbol angezeigt. Ich finde solche Symbole ja übelst nervig. Da, da, da. 380 von 380. So. Aktuelles Einkommen 95. Fassade. Können wir verschönern? Der Brunnen wurde seit Jahren nicht genutzt. Es ist schön, wieder frisches Wasser zu haben. Frisches Wasser. Der ist bestimmt leer. Muss ich mal reingehen. Neuer Raum ist verfügbar in der Fassade. Und für den Rest haben wir natürlich kein Geld mehr. Es regnet, die Erde wird nass. Kann man ja gar nicht runter. Es regnet und es ist dunkel. Aber ich glaube, die Sonne scheint immer noch. Ich will mal gucken, wie das Wasser aussieht. Ob es überhaupt auf den Regen regnet. Was für euch tun? Reagiert. Was sagt ihr da? Ja. Welche Freude, Arno. So. Und da hat es auch schon wieder aufgehört zu regnen. Schade. Alter. Wo ist denn wir hin? 750 Meter da hinten hin? Alter. Da haben wir aber viele Aussichtspunkte auf dem Weg dahin zu erklimmen. Toutes ces énergies. Trois, voyons.
Also ich muss schon sagen, die Sichtweite im Spiel ist echt armselig. Die Beleuchtung ist richtig, richtig gut. Und die Leute sehen auch gut aus, wenn sie nah sind. Oh, jetzt hast du das, bleibt nicht durch. Aber die Sichtweite an sich ist echt schlecht. Au. Ich hab gehört, interessiert. Ich meine, wenn ich hier jetzt stehe, man sieht es ja schon, da ploppt es nur so auf im Hintergrund. Plop, 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 plop. Und auch die Leute, die jetzt auf mich zulaufen, wie zum Beispiel die Frau gerade eben. Oder die Leute, die da stehen. Ja, da jetzt nicht. Der Mann auch nicht. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen. Aber die Unmengen an Plopperei, die es hier in dem Spiel gibt, die ist schon echt krank. Also das ganze Gerüst hinten gerade die ganze Zeit aufgeploppt. Hast gesehen, das gesamte Gerüst aufgetaucht, aus dem Nichts heraus. Also da gibt es ältere Spiele, die haben das schon deutlich besser gemacht. Und ich muss sagen, das ist echt enttäuschend. Also technisch ist es echt so eine Mischung aus, wow, sieht das geil aus, und wow, was für ein technisches Debakel. Versuch's doch. Aber ich suche mir lieber meinen eigenen. Das warst du, reicher Bastard. Da muss auch irgendwo ein Synchronisationspunkt sein. Das kann doch gar nicht sein. Lass uns wohl zu der Frau gehen. Ich muss auch irgendwo da. Ja, da ist der Aussichtspunkt. Damit wir beim nächsten Mal nicht so lange rennen müssen. Wenn wir das nächste Mal hier hinkommen. Nicht über festhalten. Einfach rüberspringen. Wenn es genehm ist, bitte. Dieser Turm ist kaputt. Wer baut denn sowas? Oder wer lässt denn sowas stehen vielmehr? Ich dachte, Paris soll so eine schöne Stadt sein. Was ist das denn? Ah ja, das ist viel zu schwer für uns. Haben wir vergessen. Auf YouTube fällt das wahrscheinlich gar nicht so auf, das Ploppe.
Aber wenn man es selber spielt, dann fällt es eigentlich, also einfach, es fällt einfach auf. Was ist das denn für ein komischer Dieb? Wie sie sich freut, dass wir den Dieb umgerammt haben. Dabei kriegt die ihr Geld gar nicht zurück. Das ist echt seltsam. Die kriegt ihr Geld nicht zurück, das Geld gehört jetzt uns. Das ist nicht so wie bei GTA, wo wir die Diebe aufhalten und das Geld zurückbringen können. So, wir müssen den Wirt finden. Ich habe vollkommen vergessen, warum. Ja, da ist er ja. Verstecken und die Unterhaltung belauschen. Na, was gibt es so Wichtiges, Soma? Diese verfluchte Küchenmarkt. Claude sah, wie sie einen Zettel unter einem losen Stein versteckt. Ich wusste nicht mal, dass die Schlampe lesen kann. Na und? Die schreibt sicher bloß ihren Freunden aus der Gosse. Dachte ich auch zuerst. Doch dann habe ich die Nachricht gelesen. Sie wusste von Renard. Sie kannte Einzelheiten unseres Plans. Sie ist eine Spionin. Ha! Was hat man nun davon, dass man Kriegsweisen aufnimmt? Was sollen wir tun? Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Du und dein Fetzer Wanst. Ey, nicht so schnell. Hey du, ich hab gehört, du interessierst dich jetzt für die Polizei. Bleib stehen und es geht. Garrosch töten. Das ist ein Garrosch. Mit Colette sprechen. Ah ja, das ist unsere... Keine Ahnung. Die Spionin. Komm her, du Wicht. Ich habe eine blutige Nachricht für dich. Du, bleib stehen. Verfluchter Zauberer. Hat er gerade gesagt, verfluchter Zauberer, ja? Wem sprichst du? Madame Goose schickt mich. Ihr wurdet enttarnt und müsst von hier verschwinden. Ich glaube, das hat sie so auch schon mitbekommen. Alter, kannst du mal aufhören rumzustöhnen? Halt! Ist echt nicht angebracht. Ich hab dich gerade getötet. Abgeschlossen, wir haben ein wenig Geld bekommen. Wie kriegen wir. Also. Müssen wir erstmal das Teil hier. Was ist das denn eigentlich da drin? Was ist das eigentlich hier? Hallo? Was ist das hier? Sieht aus wie eine Folterkammer. Ein Wundstück. Ah, das sind diese Artefakte, die wir finden können, um bei uns im Café aufzuhängen. Okay. So baut man sich also sein eigenes Zuhause auf oder sein eigenes Geschäft auf und bestiehlt andere. Musst du dir merken, falls du jemals was eigenes, falls du dich irgendwann selbstständig machst, du musst andere bestehlen.
So funktioniert das. Das heißt, wenn du irgendein schönes Bild siehst oder sowas, das hättest du gerne in deiner Firma rumliegen. Einfach hingehen und es nehmen. Stellt ja keinen. Hier müsste noch irgendwo eine Kiste sein. Da ist sie ja. So. Was machen wir denn als nächstes? Das ist eine gute Frage, nicht wahr? Wir haben eigentlich gar nichts mehr zu tun, oder? Ja klar, wir könnten... Aber das ist jetzt Stufe 3. Ich glaube, wir sind immer noch Stufe 2. Deswegen würde ich mal sagen, wir gehen zurück zum Café Theater und dann machen wir mal die Hauptquest weiter. In den letzten... Bis dahin. Ciao.